Ja, mache es jetzt ganz ruhig hier im Excalibur. In einer Viertelstunde folgt die Teambesprechung und um 21 Uhr ist dann der Eintritt und dann geht es rund. Also mit alle drei Bereiche, wenn wir gut besucht sind, fassen wir bis zu 2000, 2300 Leute. The power of music starts now. Also wir haben jetzt gerade die Information gekriegt, ein bisschen Stress haben gekriegt. Wir haben für dieses Wochenende, für das starke Wochenende, Gott sei Dank, 10, 50 Liter Fassel Buntigammer Bier bestellt. Ist nicht gekommen. Ist nicht gekommen. Hey Matthias, der Laser geht nicht. Kannst du mal schon aufschauen? Felt before. You are right here. This is your best friend. Also hast du das falsche Universe eingestellt? Das hat unser Techniker wahrscheinlich nicht geschaut. Warum dieser Fehler jetzt passiert ist, solange noch einmal passiert, geht einem jetzt nicht auf die Spur. Anscheinend ist beim Lageristen oder beim Bestellschein oder beim Getränkelieferant irgendwas passiert. Ich muss jetzt auf jeden Fall den Getränkelieferanten anrufen, weil mit den paar Fasseln kommen wir Gott sei Dank heute nicht durch. Und wenn ich dann erreicht habe, muss der das heute noch liefern, sonst sind wir um Mitternacht am Trockenen und das Bier darf nicht mehr leer werden. So, gehen wir so. Machen wir noch kurz die Teambesprechung. Was umgeht. Alles cool, Leute? Sind wir motiviert? Ja! Alles cool, passt. Wir warten heute sehr viele Besucher, wissen wir, wir haben lange darauf hingearbeitet auf dieses Event. Und laut Zusagen und laut Reservierungen sind wir heute sicher sehr gut besucht. Und schauen wir, dass wir das Beste draus machen, oder Matthias? Schaut wirklich, dass heute wird richtig viel los, schaut wirklich, dass draußen die Außenflächen, die Gassen bitte, immer schon worauf sind, sondern wenn wir das am Schein haben. Und das wollen wir ja nicht. Die Putzkolonne wird auf und wir haben viele Kosten. Das ist cool. Wie wir auch schauen, unser System, gell? Bitte Primetime wissen wir heute von 11 bis 3. Primetime. Wir werden sehr gut besucht sein. Wir müssen da wirklich schauen, die Zweitbesetzung bitte, gell? Die Zweitbesetzung ist draußen bei den Tischen. Ist draußen in der Lounge, ist draußen bei den Reservierungen und nimmt den Druck vom ersten Kölner weg. Das heißt, so wie wir eigentlich immer arbeiten. Die Zweitbesetzung schaut, dass man von draußen den Druck wegnimmt. Wenn es so ist, dass die Leute dann, dass die zwei Kölner erinnert sind und dass die Leute 30 Leute bestellen wollen, dann ist das System wieder zusammengebrochen. Also bitte schickt wirklich den zweiten Kölner raus, ein paar Gehilfen. Schickt's aus und schaut, dass man den Druck von der Bar ein bisschen wegkriegt. Passt, dann trinken wir jetzt den Jägermeister, oder? Ja, Matthias. Heute haben wir ein Hardstyle-Event in der Hardstyle-Szene, einen sehr bekannten DJ bei uns. Brandon Hart, schreibt man sie, heißt er. Und ja, wir erwarten halt sicher 2000 Leute, schätzen wir mal. Die Gesetze vom Jugendschutz, wenn man sich Gedanken macht drüber, und das ist ein ausgeklügeltes System, das wir einfach praktizieren. Wo sie die Jugend unter sich abschalten können und die Sorgen vergessen können. Bei guter Musik, bei guten Getränken, einfach die Jugend unter sich ist und damit abschalten können. Und das ist auch wichtig, das gehört auch dazu zum Erwachsenen.